Hallo, dieses Mal wollen wir ein bisschen darüber sprechen, was ist seriell, was ist parallel. Wir hatten das ja schon, ja, aber manchmal ist es gar nicht so einfach, dass man das erkennt. Ja. Es ist wirklich manchmal speziell für Anfänger echt nicht leicht zu erkennen, ob zwei Sachen parallel oder seriell geschaltet sind. Ja. Ich will jetzt da einmal was zeichnen und wir werden schrittweise schauen, ja, wie entwickelt sich das. Ja? Ist das jetzt parallel, ist das seriell? Da werden wir sich ein paar Sachen anschauen, ja, und werden versuchen, da etwas zu präzisieren, ja, dass ein bisschen mehr Blick dafür herrscht nachher. Schauen wir uns das einmal an. Ja? Also, ich meine, ich zeichne jetzt einmal eine Sache ein oder zwei Sachen ein. Die sind hoffentlich jedem klar. Ja? Naja. Nehmen wir das hier zum Beispiel. Zwei Widerstände. So verschalten. Ja? Das ist der R1. Und das ist der R2. Wie sind die verschalten? Parallel. Ja. Wer das nicht sieht, kennt schon rot dran. Ja. Weil das gibt es einfach nicht. Das gibt es nicht. Das ist Parallelschaltung. Okay. Serienschaltung. Zwei Widerstände hintereinander. So zeichnen wir das üblicherweise ein. Ja. Und wieder, wer es nicht erkennt, ja, zurück zum Start und schaut sich das nur mal an in die anderen Videos, weil das wird jetzt komplizierter. Sehr, sehr reell. Parallelschaltung, Serienschaltung oder Reihenschaltung, parallel geschaltet, seriell geschaltet. Manchmal zeichnen wir es aber, ist aufgrund irgendwelcher Sachen sind die natürlich nicht so schön eingezeichnet. Manchmal zum Beispiel, beginnen wir mit einem einfachen Beispiel, obwohl die zwei Widerstände da jetzt nebeneinander gezeichnet habe, ja, und wenn ich nachher aber die Leitung so durchlege, sind die jetzt parallel oder sind die seriell geschaltet? R1, R2. Was muss ich denn machen? Ich muss den Pfad des Stromes mir anschauen. Den Strom ist nämlich vollkommen egal, ob eine Leitung auf, oben, um eine Zugviere links, rechts geht. Ja? Der Strom, der folgt nur dem Spannungsabfall. Tut es weniger Struck, da marschieren wir hin. Dass die Ladungsträger für spüren diesen Rückenwind praktisch, ja? Diese Kraft in diese Richtung. Also, wenn der da reinrennt, der Strom, ja? Der rennt da durch. Der muss da durchrennen. Es gibt keine Abzweigung, wo der abbiegen kann. Ja? Das ist das Kennzeichen der Serienschaltung. Wenn da dazwischen nichts ist, ja? Und der Strom muss also ganze da weiter, ist das seriell. Also das hier. Seriell. Obwohl es ja eigentlich von der Anordnung der Widerstände relativ ähnlich ausschaut wie da oben. Und genau so ein Schmäh, ja, kann ich anwenden hier auf der Serienschaltung, nämlich wenn ich die zwei auch wieder so untereinander einzeichne praktisch, ja, und das aber dann so verbinde, das schaut jetzt überhaupt wieder aus. Gell? Übrigens, das hier, dieses Hupferl da drüber, das muss gar nicht sein. Das muss gar nicht sein. Das habe ich nur ein Zeichen, dass man es genauer sieht, dass sich diese zwei Leitungen hier nicht berühren. Ja? Es reicht aber an und für sich, wenn ich ein, wie ein Kreuz mache und nicht dieses Kugel. Dieses Kugel da hast, sie sind miteinander verbunden. Wenn keine Kugel da ist, heißt das, sie sind nicht miteinander verbunden. Okay? Und da habe ich wieder mein R1 und mein R2. Und jetzt schauen wir es ja an. Wie gesagt, den Strom ist wurscht, links, rechts, auf, oben.
4 zurück, egal. Ja? Schauen wir uns an, was der Strom machen kann. Der Strom kann hier reinrinnen und hier raus. Ja? Und er findet aber auch hier rüber einen zweiten Pfad, der parallel ist. Ja? Verbinden zwei Widerstände, die gleichen zwei Punkte miteinander, dann sind die parallel, egal wie dazwischen die Leitungen rennen. Hauptsache in der Leitung ist nichts drin. Wenn in der Leitung noch was drin wäre, dann ist es nicht mehr so. Ja? Aber hier in dieser Leitung ist nichts drinnen und hier in die kurzen Stückchen ist auch nichts drin. Das heißt, wir haben hier an und für sich zwei Widerstände, die sind parallel geschaltet. Okay. Obwohl es aber ziemlich seriell ausschaut. Ne? Es ist wirklich, kommt wirklich nur auf die Leitungen drauf an. Fahrt nach mit der Hand, mit den Fingern die Leitung und schaut, ob dazwischen was ist. Ja? Das ist nicht segieren. Ja? Es gibt Schaltungen, da schaut es halt einfach so aus. Okay? Die zeichnet man so, weil es die Funktion dann klarer vor der Schaltung ist, dann schaut es halt so aus. Ein Beispiel zum Beispiel. Zum Beispiel ein Beispiel. Das da. Spannungsquelle habe ich da. Ja? Dann habe ich da einen Widerstand. Dann habe ich da eine Abzweigung, da geht es nach draußen. Da ist eine Klemme. Okay? Dann habe ich da. So schaut das aus. Okay? Ich habe hier einen R1, ich habe hier einen R2, ich habe hier einen R3 und ich habe hier einen R4. Ja? Und da habe ich eine Spannungsquelle, da ist halt da Plus, ja, und da ist halt hier in der Spannung dabei, eine gemütliche U0. Die Frage, was ist seriell, was ist parallel? Sehen wir das? Gut, ich meine, die zwei verbinden ganz offensichtlich den Punkt mit dem Punkt parallel. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wer das nicht sieht, auf Wiedersehen. Parallel. Die zwei, was sind die? Schauen wir mal, was der Strom alles machen kann. Der Strom kann da raus, hier könnte er sich aufteilen, nämlich hier und hier. Jetzt ist schon mal, ob das seriell ist, müssen wir schauen. Ja? Wo kann er leichter hin? Da steht er an. Das ist eine Sackgasse. Das ist wurscht. In der Sackgasse rinnt der Strom nicht hinein. Ja? Das ist wie beim Autoverkehr. In die Sackgassen geht kein Fließverkehr durch, logischerweise. Ja? Weil es ja aufhört. Ja? Das heißt, der ganze Strom, der hier durchrinnt, muss auch hier durchrinnen. Deswegen sind die zwei Sachen hier seriell geschaltet. Gell? Die zwei sind in Serie. Wie würde das aber zum Beispiel aussehen, wenn ich hier hinten einen Widerstand habe? Zeichnen wir es auf. Zeichnen wir es auf. Machen wir wieder genau die gleiche Schaltung. Ich zeichne es vielleicht ein bisschen kleiner, dass ich ein bisschen mehr Platz habe da. So. Und jetzt hänge ich da hinten noch einen Widerstand an. Okay? R1, R2 war das, das war der R3, das ist der R4, da ist wieder meine Spannungsquelle mit meinem Super U0. So, was ist jetzt? Hat sich hier was geändert? Nein. Nein. Parallel geschaltet. Die zwei Sachen sind parallel geschaltet. Okay. Hat sich hier was geändert? Sicher, der Strom, der jetzt da durchrennt, der kann jetzt hier, jetzt ist das nämlich keine Sackgasse mehr. Jetzt hat er praktisch, wer das Haus weggerissen und hat eine Gasse gemacht und der Strom kann durch. Ja, kann hier durch unseren neuen RL durchrennen. Das heißt, der und der sind nicht mehr seriell, ja? Weil plötzlich der da im Weg ist. Ja? Es ist auch der und der
sind die parallel. Schau mal, der Punkt, der Punkt. Ja, wird mit dem Punkt verbunden und der verbindet aber den da drüben und dazwischen und so wieder, die sind auch nicht parallel. Sind auch nicht parallel. Ist einfach irgendwas. Okay? Ist einfach irgendwas. Das Einzige, was wir jetzt machen könnten, ja, ist die zwei Sachen hier zusammenfassen. Machen wir das? Machen wir das? Hier geht es weiter. Ja? Und zwar, Spannungsquelle schaut nach wie vor so aus. Ja? Den da in R2, den haben wir auch noch da. Den R1 haben wir da. Und die zwei, die fassen wir jetzt zusammen zu einem R3,4. Ja? Das sind die zwei parallel zusammengefasst. Ja? Da unten tut sich noch nichts. Da tut sich noch nichts. Da sind wir noch nach wie vor so. Da ist nach wie vor die Klemme. So. Da ist nach wie vor die Klemme. Und da draußen habe ich nach wie vor meinen RL. Okay? Also das ist jetzt zu dem geworden. Da ist mein Plus. Da ist mein R1. Da ist mein R2. Ja, da ist mein RL. Und hier, wie nenne ich den jetzt hier? Den nenne ich, weil er mit 3 und 4 ist, den nenne ich R3,4. Hier habe ich nach wie vor mein U0, mein gemütliches. Jetzt sind wir so weit. Gut. Jetzt können wir sehen, hoffentlich, dass die zwei da in Serie geschaltet sind. Das heißt, der R1 und der R3,4. Die sind jetzt da in Serie geschaltet, also fasse ich die zwei weiter zusammen. Okay? Nächster Schritt. Nächster Schritt. Mein RL bleibt noch wie vor da. Das sind meine zwei Klemmen. Nur dieses Mal fasse ich R1 und R3,4 zusammen und ich habe dann hier innen einen neuen Ersatzwiderstand. Ja. Da haben wir wieder Plus, da haben wir mein R2, da haben wir den RL, die haben sich noch nichts verändert. Da habe ich mein gemütliches U0. Ja. Und hier habe ich jetzt meinen neuen, und weil er mit R1 und R3,4 zusammenhängt, nenne ich den R1,3,4. Ja. Wir haben schon ziemlich lange die Indizes, aber ist ja wurscht. Ja, man weiß zumindest, was drinnen steckt. So. Was sehen wir jetzt da? Okay. Was sehen wir hier? R134 verbindet diesen mit diesem Punkt. RL verbindet diesen mit diesem Punkt. Die zwei sind also parallel. Okay. Die zwei sind parallel jetzt. Okay. Also, fassen wir sie zusammen. Nichts leichter als das. Da habe ich nur das R2 und da drüben habe ich jetzt die Parallelschaltung von diesen zwei. Da bleibt jetzt nur mehr ein fetter großer über. Ja. Hier gemütliches U0 haben wir gesagt. Ja. Meine R2 habe ich noch immer nicht irgendwie angriffen, aber da drüben habe ich jetzt nur mehr einen Widerstand und der setzt sich ja zusammen aus R134 und aus einem L. So, und jetzt sind die zwei noch in Serie. Das sehen wir jetzt wieder ganz leicht, weil der Strom, der da rausrennt, muss dadurch, kann nirgendwo biegen, nichts. Parkt, der und der sind Serien geschaltet. Und was bleibt über? Überbleibt eine ideale Spannungsquelle. Ja, und dahinter ein Widerstand. Das war's. Das war's. Plus. Mehrlich so 0. Okay.
Und da habe ich meinen Widerstand eher gesamt. Ja. Ich könnte natürlich auch schreiben eher 2134L, aber jetzt schreibe ich lieber eher gesamt, weil jetzt ist eh nur mehr einer da. Ja. Jetzt kann ich da natürlich hier einzeichnen, U gesamt. Und hier zeichne ich ein, mein Strom I gesamt. So. Und jetzt kann ich mich nämlich auf den Weg retour machen. Jetzt kann ich mich auf den Weg retour machen, weil jetzt kann ich da hier nämlich meine Masche einzeichnen. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht jetzt, gell? Masche 1. U0 minus U gesamt ist gleich 0. Das heißt, mein U gesamt ist gleich U0. Okay. Wenn es U gesamt war, weiß ich auch das I gesamt mit dem Ohmschen Gesetz. Ja. Ohmsches Gesetz, weil es immer wieder ein Thema ist. Ich zeichne es ein mit einer Farbe, die das Auge hat, da orange. U ist gleich R mal I. Nur mal so, das ist wichtig. Wie rechne ich also I aus? I gesamt ist gleich, das R bringe ich auf die andere Seite, U gesamt, also U0, weil das ja dividiert durch R gesamt. I gesamt. Der Rind war der I gesamt. Der Rind da. Ist ja kein anderer Strom, der Rind da. Das heißt, da hier kann ich mir mein U2 ausrechnen und das U2, das ist schon überall da genau das Gleiche. Weil ich das U2 ausgerechnet habe, weiß ich das U2 bis hierher, U2. Das ist immer das Gleiche. Weil da habe ich ja nichts mehr geändert an dem Widerstand. Ja? Und genauso kann ich hier ausrechnen, mein U 134L, 134L. Ja? Das zwischen diesem und diesem Punkt, da dazwischen, ist U 134L. Wenn da dazwischen U 134L ist, ist hier auch U 134L. Und hier ist genauso U134L. Okay? Jetzt kann ich wieder da die Widerstände die Ströme einzeichnen. Das ist der IL, das ist der I134. Ja? Damit, also wie rechne ich überhaupt das U134L aus? Ja? Und das U2, wie rechne ich das aus? Das habe ich noch gar nicht erwähnt erst. Ja? Wie rechne ich das aus? Ich weiß den Strom, ich weiß den Widerstand, Ohmsches Gesetz, wichtig, ja, U2 ist gleich R2 mal I gesamt habe ich zuerst ausgerechnet, meine Zahlen ersetzt, habe ich da eine Zahl, ja, und U134L ist gleich R134L mal I gesamt. Wenn ich Zahlen habe, ist da eine Zahl drin. Okay. Jetzt weiß ich U134L. Ja. Mit diesem U kann ich jetzt hier einen Schritt nach unten und kann IL ausrechnen mit dem Ohmschen Gesetz. Wichtig! Ja. Rechnen die da I aus und zwar rechnen die aus IL ist gleich U durch R, ja, U 134L dividiert durch RL und I 134 ist gleich U 134L dividiert durch R 134, okay, der Widerstand. Das ist das Ohmsche Gesetz da, das da ist das Ohmsche Gesetz hier. Wo rinnt denn hier der IL? Der IL rinnt da
Ja. Wo Rinder auf der vorigen, auf dem vorigen Blau, der Rinder da. Da hat sich nichts mehr geändert am RL, den haben wir durchgezogen. Ja. Der da, der R134, der rinnt da. I134, der rinnt natürlich da auch. I134, weil bei der Serienschaltung rinnt ja der gleiche Strom. Das heißt, da drüben rinnt da auch der I134. Das wissen wir schon mal. I134 wissen wir schon. So, jetzt kann ich wieder einzeichnen. Das wissen wir. Das ist U134L. Das ist U34 und das ist U1. Ja. So, Ohmsches Gesetz anwenden. Wichtig, U1 ist gleich R1 mal R134, I134 natürlich, ja. Und U34 ist gleich R34 mal den Strom I134. Jetzt wissen wir U1 und U34. Da ist U1. Da ist U34. Wenn zwischen dem Punkt und dem Punkt U34 ist, ist zwischen dem und dem U34 und zwischen dem und dem natürlich auch U34. Und jetzt können wir plötzlich auch ausrechnen, wo ist der rote Stift, dass ich meine Ströme wieder schön einzeichnen kann. Hier haben wir noch ein I3, was unbekannt ist. Hier haben wir noch ein I4, was unbekannt ist. Ja, da drüben haben wir die Spannung, die haben wir auch schon. Die wissen wir auch schon. Das ist der U134L. Ja. Das Einzige, was wir nicht kennen, sind eben das U3 und R4. Also I3 und I4. Und das machen wir, räumen wir weg. Räumen wir zurück. Ja. Das mache ich so. Sollte funktionieren. I3 ist gleich Ohmsches Gesetz. Wichtig, ja, also U34, die Spannung da, dividiert durch R3. Und I4, wieder Ohmsches Gesetz, wichtig, Spannung da, U34, dividiert durch Widerstand. Und schon weiß ich in dieser Schaltung hier alle Ströme und Spannungen. Ja, zusammenfassen, auf einen Widerstand und nachher von da zurückrechnen die Ströme. Funktioniert bei so passiven Schaltungen immer, immer, immer. Ja. Wie gesagt, es ist manchmal vielleicht etwas mühsam und schwierig, dass wir erkennen, ob irgendwas parallel oder seriell ist. Ich zeige euch jetzt nur ein Übungsbeispiel. Ja. Und dann schauen wir, ob wir das zusammenbringen. Ja. Und zwar sage ich, ich habe da eine Klemme. Oder pass auf, ich zeichne es einmal ein, weil das ist ziemlich, ziemlich wild, sage ich mal. Okay? Da nicht zeichend. So, jetzt machen wir noch die Verbindungen dazwischen. Das ist, ja, ich möchte den Ersatzwiderstand von diesem Netzwerk bezüglich dieser zwei Punkte. Ja. Da habe ich ein R1, da habe ich ein R2, da habe ich ein R3, da habe ich ein R4, da habe ich ein R5, da habe ich ein R6, da habe ich ein R7. Puh, 7 habe ich gesagt, und R8. Ja.
Was ist seriell, was ist parallel? Gehen wir es locker an. Die zwei hier. Kann der Strom zwischen diesen beiden irgendwo abbiegen? Nein. Die zwei sind, jetzt zeichne ich über blau, blau seriell. Die zwei sind seriell. Blau, schau ich wieder unten hin. Seriell. Die zwei sind seriell. Parallel? Welche haben wir parallel? Oder haben wir nur welche Serie? Wir sind mit R6 und R7. Da kann auch nirgendwo dazwischen abhören. Ist R7 und R5 vielleicht parallel? Schauen wir, der Punkt. R5 verbindet ihn mit dem Punkt. Und R7, der Punkt, das ist schon mal gleich. Ah, das ist ein Widerstand dazwischen. Ah, es geht nicht. Das sind nicht parallel. Aber R6 und R7, da ist in einer wurscht. Da kann der Strom dazwischen nirgendwo abbiegen. Ich schaffe hier das jetzt in die andere Richtung, dass wir das sehen, dass die Bärchenweise da zusammengehört. Die zwei sind auch seriell. Fällt uns noch was auf? Die zwei schauen auch sehr verdächtig aus. Und zwar, was haben wir da? R1 und R2. R1 verbindet diesen Punkt mit diesem Punkt. Da ist R1. Und R2 verbindet diesen Punkt. Die sind parallel. Die verbinden die gleichen zwei Punkte miteinander. Also D2, das Grüne ist, parallel. Okay. Die gleichen zwei Punkte wurden miteinander verbunden, parallel. Mehr fällt uns jetzt nicht auf. Lassen wir und versuchen, das so einzuzeichnen. Also da ist jetzt mein Ersatzwiderstand von der Parallelschaltung da. Der geht bis da rauf. Unmittelbar hier anschließend habe ich meinen Ersatzwiderstand von R3 und R4. Zeichne ich gleich da oben ein. Dann bin ich da. Da ist mein andere Dings. Zeichne ich gleich dazu. Das hier, das soll R3 und R4 die Zusammenkunft, die Zusammenfassung sein. Und das hier soll für R1 und R2 die Zusammenfassung sein. Da unten haben wir an. Das ist die Zusammenfassung von R6 und R7, D2, Serie. Und den Rest haben wir noch nicht angegriffen. Das heißt, da haben wir nach wie vor unseren R5erin. Und da haben wir unseren R8. Bitte diese Farben, dass ich hier Farben verwende, das ist nur zur besseren Erklärung. Das ist nicht, weil es so sein muss. Ich hoffe, das ist klar. Ich sage es halt dazu, dass es jetzt wirklich klar ist. R5. Und R8. Servus, Nex! Sehen wir jetzt plötzlich wieder Serien- und Parallelschaltungen. Schauen wir uns R1-2 und R3-4 an. Der Strom, der darauf rinnt, muss da durch, der kann nirgendwo abbiegen. Passt. Ja. Die zwei sind ganz offensichtlich seriell. Was haben wir da unten? R6-7 verbindet dieses Punkt mit diesem Punkt und R5 macht das gleiche. Die zwei sind parallel. Und gleich grün schraffieren. Man muss das auch nicht schraffieren, das mache ich auch nur zur Erklärung. Ja? Das war jetzt die Erklärung zur Erklärung. Ja? Warum erkläre ich eine Erklärung zur Erklärung? Um es besser zu machen. Okay. Schauen wir uns das an. So, also. Die zwei, R1-2 und R3-4, die fasse ich zusammen zu einem Widerstand. Dann bin ich schon da. Sind wir schon fertig. Die zwei fasse ich zusammen, das ist eine Parallelschaltung, zu einem Widerstand. Bin ich da? Und da drüben mein R8, der bleibt eigentlich noch immer unberührt von dem Ganzen, der ist stabil, dem ist das wurscht. So. Hier habe ich also die Zusammenfassung, jetzt schon langsam, R1, 2, R3, 4, R1, 2, 3, 4. Okay, schon wurscht. Und hier habe ich die Zusammenfassung von 5, 6, 7.
Also das hier ist der R von 5, 6 und 7 zusammengefasst. Und mein 8, der ist noch immer da. Passt. Passt, passt. Plötzlich ergibt sich wieder eine Serienschaltung. Ja, da haben wir eine Serienschaltung. Das sieht hoffentlich jetzt da wieder jeder. Ja, das heißt, wenn ich die wieder zusammenfasse, dann schaut es so aus. Oben habe ich das mal nichts ergriffen. Da ist nach wie vor, das zeichnet jetzt aber schwarz, weil das hat sich ja nicht geändert. Oh, das ist didaktisch einwandfrei. Da oben habe ich jetzt meinen nicht geänderten R1, 2, 3, 4. Ja. Und da unten habe ich eine neue Serienschaltung gehabt. Und zwar habe ich hier einen neuen Ersatzwiderstand. Und das ist R5, 6, 7 und R8. Und jetzt sehen wir wieder Parallelschaltung. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Ja. Parallelschaltung. Die zwei Klemmen. Und dazwischen die zwei Sachen parallel geschaltet. Und auf einmal habe ich nur mehr einen Widerstand dazwischen. Und weil ich jetzt nicht mehr R1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 schreiben will, schreibe ich hier R-Gesamt. Das ist, so funktioniert das. Ja. Serien- und Parallelschaltung. Muss man ein bisschen üben, aber nachher geht's. Wie gesagt, schaut auf die Linien. Wenn zwei Punkte von zwei Widerständen verbunden werden, egal in welche Richtung, wie die Linien dazwischen sind, Hauptsache es ist nichts dazwischen, sind die parallel. Wenn zwei Widerstände hintereinander sind, ohne dass der Strom irgendwie abbiegen kann, dann sind die Serie. Das ist. Ja. Im nächsten Video wollen wir uns ansehen, wie ein paar spezielle Kombinationen von Widerständen. Okay. Da geht es zum Beispiel um ein Ding, das heißt Spannungsteiler. Teilen ist immer gut. Ja. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.